Willkommen zurück zu Elden Ring. Ich habe mich jetzt nochmal in die Tafelrundfeste geportet, denn wir haben ja nochmal zum Schluss ein neues Echo bekommen. Das von Godfrey bzw. Horalu. Ich weiß gerade gar nicht, was genau drin steht. Warte mal, wir können ja erst so reingucken. Steht denn da Godfrey oder Horalu? Horalu, okay. Da können wir nochmal ganz kurz reinschauen, was drin steht. Nachdem der erste Eldenfürst Godfrey seiner Gnade beraubt und nun Befleckter war... Der Gnade beraubt und nun befleckt war. Bist du nun Befleckter, wenn dir die Gnade beraubt wurde? Aber uns zum Beispiel wurde die Gnade wieder erteilt. Aber wir werden ja trotzdem Befleckter genannt. Befleckter heißt ja nur, dass wir mal befleckt waren. Also sind alle Befleckten diejenigen, die jemals die Gnade irgendwann verloren haben. Das ist interessant, das war mir noch nie so bewusst. Nochmal. Und seiner Gnade beraubt und nun befleckt war, kehrte er dem Zwischenland mit seinem Gefolge den Rücken. Eben, wir Befleckten, wir sind damals, ich glaube, das ist alles noch vor dem, Zertrümmerung des Elden Rings und so weiter. Es ist Horalu, beziehungsweise Godfrey in dem Fall, mit den Befleckten außerhalb des Zwischenlands in einen Krieg gezogen, ins Ödland, soweit man ja weiß. Zumindest war er der Herrscher des Ödlands und dort haben wir dann wohl einen Krieg geführt. Ob das jetzt alle Befleckten sind, ich schließe es eigentlich daraus, aber das ist nicht safe. Und dort sind wir halt alle gestorben und nachdem der Zertrümmerung des Elden Rings und diesem ganzen Krieg, eben diese Zertrümmerung, so wird das ja genannt, dieser Krieg, kamen wir erst wieder. Uns wurde die Gnade erneut erteilt, um eben den Elden Ring wieder zusammenzusetzen. Und genauso auch ihn, Godfrey auch. Und so kam er nämlich zurück ins Zwischenland. Er hat nur ein bisschen länger gebraucht als wir zum Beispiel. Interessant dabei fände ich nur die erste Szene. Als uns die Gnade wiedergegeben wurde, befinden wir uns in der Arena, die wir gleich betreten. Also innerhalb des Erdenbaums befinden wir uns. Und kommen dann raus und dann sind wir in dieser Kirche der Erwartung. Das verstehe ich noch nicht so ganz, wie das alles so zusammenhängt. Wir sind außerhalb des Zwischenlands gestorben, in irgendwelchen Gräbern, vielleicht in einer Katakombe oder sowas untergekommen. Vielleicht sind wir sogar dort begraben worden. Deswegen sind wir vielleicht in dieser Kapelle der Erwartung. Vielleicht sind wir gestorben und sind dann aber zurückgebracht worden. Warum aber auch immer. Weil die gehen ja davon aus, dass... Also eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass wir einer von Tausenden sind, die wieder zurück ins Zwischenland kommen. Deswegen gibt es ja verschiedene Welten von anderen Spielern und so weiter. Und auch die anderen Befleckten, die wir im Spiel kennenlernen, sind ja solche. Ja, schwierig. Als der große Marsch der Befleckten zu Ende ging, legte Godfrey seinen Titel ab und wurde wieder zu einem einfachen Krieger. Also der große Marsch, wie das auch genannt. Der große Marsch der Befleckten in die Außenländer, dort halt auch den höheren Willen und die Macht des Elden Rings irgendwie so ein bisschen zu verbreiten und diesen Glauben halt zu verbreiten. Na gut. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Einmal die Axt von ihm. Ich frage mich auch, bei der Axt, die ist ja hier schon zerbrochen. Die ist auch schon zerbrochen, wenn man gegen ihn als goldene Gestalt kämpft. Also scheint die schon lange zerbrochen zu sein. Diese Waffe gehört Godfrey dem ersten Eldenfürsten. Sie zerbrach, als er die Befleckten während des großen Marschs in eine Schlacht führte. Die Waffe ist ein Symbol für Godfreys Eid, nie vom Weg eines wahren Fürsten abzuweichen und wurde später das Emblem des goldenen Stammbaums. Früher war Stärke tatsächlich die Tugend der Könige. Okay, hier steht aber drin, wann die zerbrochen ist und das ist während des großen Marschs passiert. Dann frage ich mich, die goldene Illusion, die wir in Laendale besiegen von ihm, hat auch schon eine zerbrochene Axt? Und die wurde von Morgoth erstellt. Genauso wie der Erdenbaum. Also zumindest gehen wir ja davon aus. Einfach, ne, theoriemäßig. Wie kann er dann... Dann hat er sich an den späteren Godfrey irgendwie orientiert. Aber woher wusste er das? War Godfrey, wurde Godfrey hier irgendwo vergraben? Eigentlich ergibt das wenig Sinn. Keine Ahnung. So, dann haben wir noch Horalus Erschütterer, eine Kriegsasche.
Schlägt beidhändig auf den Boden, um die Erde zu erschüttern und eine Schockwelle zu entfesseln. Mit einer weiteren Eingabe schlagt ihr erneut auf den Boden. Zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Das ist cool. So was würde ich gerne nochmal einsetzen. Was ist das hier? Stärkewaffe? Reinstärke? Ach, solche Sachen, ne? Ja, irgendwie habe ich Bock auf meinen NG+. Und da solche Sachen mal ausprobieren. Alle diese Endgame-Waffen. So, die Rüstung kaufen wir uns mal. Gucken mal in die Rüstung hier rein. Das Zeitalter des Erdenbaums begann mit vielen Schlachten unter dem Banner von Godfrey. Er führte den Krieg gegen die Riesen. Er stellte sich allein dem Fürsten der Stürme und dann sein letzter würdiger Gegner fiel. Und dann als sein letzter Gegner, letzter würdiger Gegner fiel, erloschen auch der Glanz und die Farbe in Godfreys Augen. So lautet zumindest eine Legende. Da nochmal ganz wichtig. Also er hat diesen Krieg gegen die Riesen geführt. Er hat sich sogar alleine, steht hier drin, den Fürsten der Stürme gestellt. Ob das jetzt so ein Falke war. Also zumindest haben wir eine Kriegsasche, wo sowas drin steht. Habe ich die irgendwo? Die hier? Oder ist das die Asche, die wir seiner Tochter... Nee, seiner Tochter nicht. Doch, seiner Tochter gegeben haben, die Fedilu. Kann wohl sein. Nee, das hier ist nur einer, der dem alten König von Sturmschleier diente. Aber ich glaube, wir haben den alten Sturmfalkenkönig zumindest ja Nefeli gegeben, die jetzt in der Burg herrscht. Und da ist auch ein Bild von ihm drin. Also er scheint allein gegen die kämpft zu haben. Und danach ist halt seine Gnade erloschen. Also er lebte einfach für den Krieg. Das war seine Tugend. Und als das dann irgendwie hier vorbei war und keine Kriege mehr zu schlagen gab, dann erlosch auch seine Gnade. Und dann hatte er nichts mehr zu suchen, also wurde von Marika eben verbannt. Und ins äußere Land, halt ins Ödland und so weiter geschickt mit dem großen Marsch der Befleckten, die ihm dann gefolgt sind. Unter anderem wir dann. Sofern ich das zumindest verstehe. Aber er scheint uns nicht zu kennen, also wir waren definitiv kein hohes Rangtier. So, jetzt geht's in den letzten Kampf, nach dem ganzen Lore-Quatsch. Ich habe jetzt uns zwei Mana-Flaschen reingetan, nur für den Fall, dass Eldenbeast könnte ein bisschen länger dauern. Ich werde die Arznei hier bei Radagon direkt nutzen. Zumindest das erstmal der Plan. Der macht mir sowieso am meisten Angst. Ich weiß nicht, ob ich mich buffen kann. Das frage ich mich immer noch, ob dieser Sequenz meinen Charakter pausiert oder ob meine Buffs dann bis dahin ausgelaufen sind. Ich mache es aber einfach mal. Dann können wir es mal testen, ob ich noch gebufft bin. Ich glaube es aber nicht wirklich. Habe ich den anderen Buff verloren? Ich glühe gar nicht mehr rot. Überschreibt er sich? Alles klar, let's go. Ne, ich bin noch gebufft. So, Radagon, beziehungsweise Marika. Vor dir habe ich ziemlich viel Respekt, muss ich sagen. Oh nein, ich habe das noch nicht zweihändig. Daran liegt's.
Bin schon geheilt worden durch meine Potion. Also mein Schaden passt. Ist schon mal ganz geil. Sein Schaden leider auch. Oh oh. Der hat nur eine heftige Fähigkeit. Die ist das. Die tötet mich jetzt hier. Ja. Da weiß ich nicht so richtig, wie man und wann man ausweicht. Aber kriege ich wohl hin. Das sollte kein Problem sein. Also unser Damage ist gut genug. Und Eldenbestie gehe ich eigentlich auch von aus. Die könnte mich wohl einmal killen. Aber spätestens beim zweiten Mal sollte ich die Eldenbestie auch hinbekommen. So, jetzt bin ich nicht so ganz sicher, ob ich damit mich überschreibe. Ich setze jetzt erstmal den goldenen Schwur ein. Und dann das hier. Krank nämlich drin. Aber ich habe das Rote nicht, habe ich das Gefühl. Oder es wird einfach nur effekthalber überschrieben, das kann auch sein. Seine kackverzögerten Angriffe, ne? Uiuiui. Oh nö, schon wieder der Scheiß. Der bleibt recht lange gestunt, das ist ziemlich nice. Oh, wow. Habe ich schon jetzt schon geschafft. Krass, ey. Okay, wir sind ziemlich stark. Ziemlich nice. Ich glaube, das ging nicht mehr durch. Wunderschön. Ach, ich liebe es. Oh, scheiße. Da habe ich das nicht mehr. So, keine Ahnung mehr, was er überhaupt kann. Aber ich meine, der war nicht so allzu kompliziert. Schauen wir mal. Das ist nur, dass ich über die Ringe springen kann. Ah ja, den Scheiß konnte er noch. Da muss man richtig lange gut dodgen. Das finde ich super geil. Okay, der... Ja, den bitte anvisieren, genau. Den Punkt hier. Nicht den Kopf. Okay, der hat ziemlich krassen Schaden. Und vor allem Heiligschaden. Ja, jetzt umdeichseln ist, glaube ich, zu spät. Aber an sich eine gute Idee hier, Heiligresistenz drin zu haben. Generell für beide Fights, ne? Hatte ich damals auch. Schade. Ja, das hier, genau. Da muss man einfach ein bisschen dodgen. Sonst kriegt man recht gut Schaden. Aber das lässt sich gut dodgen. Man muss sich nur konzentrieren. Aber ich weiß, dass damals mein Run davon abhing, dass ich das... beziehungsweise mein Try, mein zweiter Try im Blind Let's Play,
als ich ihn besiegt habe. Ich da recht stark oder knapp dran war zu sterben. Aber ich finde die so grazil. Ich mag das. Viele mögen das Rumrennen ja nicht. Ich finde das nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir springen. Ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Oh, perfekt. Ja, Mana-Trank nehme ich noch nicht. Wir haben noch nicht viel Schaden gemacht. Das Ding hat echt viel HP. Das habe ich nicht so bedacht. Muss ich sagen. Dass der so viel HP hat, wusste ich nicht mehr. Aber das darf er auch ruhig haben, so als Endgegner. Da ist mir das auch irgendwie... Oh shit, ey. Da ist mir das lieber, dass die Gegner ein bisschen mehr HP haben, aber sonst nicht so stark sind. Einfach nur, dass der Kampf nicht innerhalb von 2 Sekunden vorbei ist. Okay. Muss jetzt gleich Mana-Trank noch nehmen. Das war leider schon unser letzter. Oh, das hat eine gute Reichweite. Noch 7 Tränke. Also, tranktechnisch oder schadenstechnisch sieht es hier nicht so gut aus. Also, auch antargeten nervt hier tatsächlich sehr. Aua. Das Schwert ist auch super cool. Also sieht nicht mega krass geil aus oder so, aber die Lore dahinter ist halt geil, dass es so Marika und Radagon darstellt. So verwoben, spiralförmig. Oh, die Ellensterne. Verfolgen mich. Hilfe! Meine Skills sind halt mega episch. Oh Mann. Ich wollte noch angreifen. Dauert auch zu lange. Der Skill. Ja, zumindest einen Hit gemacht. Oh shit, das tötet mich. Oh man, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Okay, wir holen uns heilig Schadensresistenz rein, dann mache ich den schon.
Und da haben wir ihn. Sehr schön. Aber diesmal dritten Try. Der zweite war sehr, sehr knapp, aber hab's nicht geschafft. Aber jetzt im dritten. Elden Echo. Gott bezwungen. Sehr schön. Okay, wir sind am Ende. Jetzt können wir uns unser Ende aussuchen, was wir nehmen wollen. Die nehme ich mal Vollständigkeit halber mit. 500.000 Runen haben wir bekommen. So, das habe ich halt damals gemacht, das Runny-Ende. Ich meine, ich habe jedes Ende schon mal gemacht. Abseits des Let's Plays, auch so im Koop dann. Deswegen kenne ich die ganzen schon. Aber ich werde jetzt einmal die perfekte Ordnung machen. Die anderen sind bestimmt auch super interessant. Ich weiß aber nur, dass diese drei Enden, die bringen keine Achievements. Also ich glaube, den Elden Ring heilen bringt ein Achievement. Das bringt ein Achievement und das mit den drei Fingern. Meine ich zumindest. Aber wir nehmen jetzt das hier. Mal gucken, was da passierte. Ich glaube nicht, dass da viel passiert. Aber ich kann mich halt gar nicht mehr dran erinnern. Deswegen bin ich jetzt doch nochmal ein bisschen gespannt, was da kommt. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord in our home across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of order. Okay. Das ist interessant. Um den Elden Ring herum ist so ein Schein, also ein goldener Ring gewesen. Das ist ja das, was die Heilrune der Ordnung oder so, die Goldmask gefunden hat. Vor allem auch gefunden, wo hat er sie gefunden? Aber er hat ja lange den Albaum angestarrt. Irgendwo wird er sie wohl herbekommen haben. Er hat die Heilrune der Ordnung gefunden, die haben wir jetzt eingebracht und der Erdenbaum ist wieder richtig golden am Strahlen. Also wir haben ihn sozusagen jetzt auch vor dem Brand wieder geheilt. Aber das scheint trotzdem für mich immer noch eher eine Illusion zu sein. Nur jetzt noch stärker als je zuvor vielleicht. Schwierig. Der Typ, der da die ganze Zeit redet, das ist ja der Intro-Sprecher. Und der redet jetzt auch nochmal. Also, ich frage mich, ob wir den irgendwann mal begegnen, weil das ist bisher kein Charakter, den es im Spiel gibt. Ich denke mal auch nicht, dass man den begegnen kann, das ist einfach so die Erzählerstimme, dass es nicht wirklich jemand ist in der Welt, aber fände ich trotzdem ziemlich cool. Sehr schön, okay. Ein zweites Mal, beziehungsweise schon ein drittes Mal, mich das Elden Ring durchgespielt habe. Ich werde es wieder durchspielen auf jeden Fall und habe auch echt Bock auf New Game Plus bekommen. Einfach nur diese neuen Sachen mal irgendwie ausprobieren. Also das muss nicht mal ein kompletter Playthrough sein, sondern einfach nur ein bisschen rumprobieren.
was da so geht mit diesen neuen Waffen und generell, wie schwer New Game Plus ist. Ich habe mal Dark Souls 3, war das. Das ist das einzige, glaube ich, wo ich New Game Plus gespielt habe. Und habe dort halt New Game Plus gespielt, bevor die DLCs rauskamen. Und als das erste DLC rauskam, hatte ich halt im New Game Plus dann das DLC gezockt. Was definitiv ein Fehler war, weil Friede im New Game Plus war so viel stärker, als wie ich sie dann nochmal gezockt habe ohne New Game Plus. Vielleicht auch mit Erfahrung natürlich und so weiter, aber sie hatte so viel weniger AP, wo ich dachte, okay, das ist super viel angenehmer, wenn man nicht in New Game Plus spielt. Aber schön. Ich werde jetzt kein Fazit ziehen. Da bleibt alles unverändert. Für mich ein 10 von 10 Spiel mit kleinen Kinderkrankheiten, kleine Performance-Abbrüche und so weiter, die man einfach nicht beheben kann. Trotz neuem System und alles, was ich so versuche, habe ich immer hin und wieder mal so kleine Spike-Lags. Und ich bin da auch nicht der Einzige. Das haben auch viele andere. Nur ich verstehe nicht ganz. Ich dachte so, ja, okay, mein altes System war vielleicht noch dran schuld. Da war nur eine 1080 Ti drin. Mittlerweile habe ich eine 3070 Ti, die sollte das locker hinbekommen. CPU 12. Generation, i7. 42 GB RAM oder sowas habe ich. Also SSD, auch nicht nur eine normale SSD Passata, sondern auch auf dem Mainboard drauf. Also auch dort sollte es nicht zu Ladeschwierigkeiten kommen. Definitiv ein System, der das Spiel locker schaffen sollte. Und ich spiele nicht mal mit Raytracing an. Und trotzdem gibt es noch diese Lags. Aber das ist so typisch From Software und PC-Ports. Die sind nicht so ultra geil. Aber trotzdem zocke ich sehr, sehr gerne auf PC. Ist irgendwie trotzdem meine Main-Plattform. Von daher werde ich es auch weiterhin so machen. Und wie gesagt, die kleinen Kinderkrankheiten, denen verzeihe ich das komplett. Das Spiel ist dennoch von mir aus 10 von 10. Und ne, während sich jetzt die ganzen kleinen Punkte jetzt irgendwie noch anhören möchte, warum ich das Spiel so feiere, ich denke, darum habe ich im ersten Let's Play in der letzten Folge genug zugesagt, dann einfach da reingucken. Hier geht es auf jeden Fall ab übermorgen weiter mit Subnautica. Das werde ich jetzt als erstes ein bisschen zocken. Ich denke mal, ich werde es halt so weit zocken, bis ich alle Achievements habe. Ich weiß nicht, das Spiel hat, glaube ich, eine Story, aber ich habe halt gar keine Ahnung davon. Und sobald Subnautica beendet ist, gucken wir mal. Na, so gegen Ende Mai, Anfang Juni, so ungefähr einen Monat vor dem DLC-Anfang, werde ich wahrscheinlich wieder in Elden Ring reingehen. Und dann zocken wir halt New Game Plus oder irgendwelche Mods und so Randomizer oder sowas. Dann zocke ich da ein bisschen, probiere mich da ein bisschen rein, wärme mich wieder ein bisschen auf. Und dann geht's am, 21. Juni, glaube ich, ins DLC Shadow of the Erdtree, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Ich lasse euch jetzt allein mit den Credits und dann bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis zum DLC. Haut rein!